Manager, der arbeitet in Butterwerk. Und wenn man ihn mal freundlich fragt, was er da so in Besonderen macht, dann sagt er, ich steh links von Band und guck gespannt übern Fließbandrand. Wenn der Karton kommt, ist mein Zweck, greif den Knapp auf, du reimt sie weg. Weil man ihn für'n Fachmann hält, hat man ihn dahin gestellt. Und sein Zweck, greif hin, klapp auf, du rein, zieh weg. Ditsche, datsche, ditsche, datsche, dir gehört die Butterklatsche. Ditsche, datsche, ditsche, datsche, dir gehört die Butterklatsche. Jörg schafft sich nur in Rage und kommt in Butterverpack-Ekstase. Der Meister schreit Jörg nicht so schnell, die Butter klatscht an das Packgestell. Denn ist er zu schnell zu Jörg gekommen, zack war der Meister in Butterkarton. Jörg hat das nicht aufgeweckt, reißt den Klapp auf, du reinst sie weg. Weil man ihn für'n Fachmann hält, hat man ihn dahin gestellt. Und sein Zweck, greif hin, klapp auf, du rein, zieh weg. Ditsche, datsche, ditsche, datsche, dir gehört die Butterklatsche. Ditsche, datsche, ditsche, datsche, dir gehört die Butterklatsche. Für'n Fachmann hält, hat man ihn dahin gestellt. Und sein Zweck, greif ihn, klapp auf, du rein, zieh weg. Ditsche, datsche, ditsche, datsche, dir gehört die Butterklatsche. Ditsche, datsche, ditsche, datsche, dir gehört die Butterklatsche. Pause mit die Kollegen, tut man natürlich fachlich reden. Ob man lieber vor'n Greifen klappt oder lieber vor'n Klappen das Greifen macht. Soll man das reintun überhaupt machen oder gibt das noch wichtigere Sachen? Bevor man das weiß, ist die Pause weg. Greif den Klapp auf, du rein, zieh weg. Weil man ihn für'n Fachmann hält, hat man ihn dahin gestellt. Und sein Zweck, greif hin, klapp auf, du rein, zieh weg. Ditsche, datsche, ditsche, datsche, dir gehört die Butterklatsche. Ditsche, datsche, ditsche, datsche, dir gehört die Butterklatsche. Die Butterklatsche, die Butterklatsche, die Butterklatsche, klatsche, klatsche, klatsch.